Als letztes braucht es nun unter diesem Bild noch eine Bildunterschrift und das machen wir mit einem sogenannten Textfeld einfügen. Und weil mein Bildschirm etwas klein ist, sieht man es nicht auf Anhieb. Es ist ja versteckt bei Text, Textfeld, Textfeld erstellen. Und jetzt kann ich da ein Rechteck aufziehen und sogleich zu schreiben beginnen. Vishnu mit Gemahlin. Das machen wir jetzt kleiner als der normale Text. Vielleicht 9 Punkt. Du siehst hier aber auch, dass dieses Textfeld ein bisschen unschön ist. Es hat so einen Rand rundherum und ist ein bisschen verschoben. Wenn ich da auf Formformat gehe, solange es ausgewählt ist, da kann ich hier drüben bei Form formatieren unter Textfeld die Seitenränder auf 0 setzen. Und du siehst, was passiert. Dieses Textfeld kann ich nun ganz präzise anordnen. Und falls es zu große Sprünge macht, so könnte man in den Einstellungen den Raster verstellen oder mit der gedrückten Befehlstaste kann ich es ganz stufenlos und präzise anpassen. Ja, jetzt habe ich allerdings noch das Problem, wenn ich das Bild verschiebe, so bleibt das Textfeld stehen. Ich möchte ja, dass diese beiden eine Einheit bilden, deshalb tippe ich noch mit der gedrückten Umschalttaste in das Bild. Damit werden beide Elemente ausgewählt und hier unter Formformat unter Anordnen habe ich die Option Gruppieren. Es ist leider ein bisschen versteckt. Auf sehr großen Bildschirmen sind alle diese Optionen in einer Reihe sichtbar. Gruppieren und jetzt siehst du, bildet das eine Einheit und ich kann es an einen beliebigen anderen Platz verschieben, wo es sich besser macht. Gut, dann schaue ich das mal ein bisschen mit mehr Abstand an. Sieht eigentlich nicht allzu übel aus. Um mir noch ein bisschen einen besseren Überblick zu verschaffen, blende ich jeweils die Steuerzeichen aus und es sieht doch recht hübsch aus.